Herr Otter, Ja, Arthur. Er spricht Tobias Lechking von IBM Holding Unternehmen. Ich verstehe kein Wort. Kannst du mal deutlich sprechen? Also es geht um den Market. Hey, das ist schlechtes Telefon. Ich kann nichts verstehen. Red ja, deutlich. Aber, ja, ich spreche Deutsch. Okay, okay. Also ich rufe Sie an, da Sie sich für Onlinehandel angemeldet haben. Hey, hey, nimm mal das Telefon aus dem Mund. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Thomas, bist du das? Hallo? Also sind Sie... Herr Rosinic jetzt? Was ist das für schlechte Leitung? Sitzt du irgendwo im Aquarium Hallo? Oder was? Hallo? Warum? Ich höre euch normal. Ich weiß nicht, warum du nicht normal bist. Vielleicht bist du als Kind mal hingefallen auf den Kopf oder so. Aber jetzt kann ich gut hören. Wer ist da? Hier spricht Tobias, noch gegenüber von IBM Holding Unternehmen. Ach komm, du kannst den Namen doch nicht mal richtig aussprechen. Kannst du nicht einen Fake-Namen nehmen, den du aussprechen kannst? Du brichst dir ja fast die Zunge und die Wangenknochen, wenn du versuchst, deinen Stage-Name auszusprechen. Das ist voll die Strafe. Meiner Name oder Ihrer Name? Ja, deiner. Nein, nein, ich habe gesagt, und ich spreche einfach Deutsch, okay? Das glaube ich nicht. Dann haben Sie keine Interesse, ich mache eine Business. Doch, ich finde es sehr interessant, aber ich glaube nicht. Warum glaubst du nicht? Was? Du bist doch denn nicht dein richtiger Name, oder was? Also, wir arbeiten im Callcenter und wir können 5 Sprachen, verstehen Sie? Und Ach Deutsch, so. Das ist ein... und du hast in jedem Land hast du einen anderen Namen, oder was? Wie heißt du denn in Indien? Patel, Patenchit, oder was? aber ich glaube schon, dass Sie sind nicht Roboter, ja? Das ist auch falscher Name. Nein, ich bin kein Roboter. Ich bin ein Mensch, im Gegensatz zu... Ja, warum ich kann sehen, warum ich kann sehen bei meinem System, dass Sie haben die Daten hinterlassen? Was wollen Sie oder was machen Sie? Spaß oder haben Sie viel Zeit oder was? Ich will Geld verdienen. Aber hört sich an, als ob du aus einer Thunfischdose anrufst. Die Thunfisch 96 bläht. Also ich mache jetzt einfach meinen Job und ich bekomme Geld davon. Ah, das, ja, das weiß ich, dass du dafür Geld kriegst. Das ist mir ganz klar. Ja, natürlich. Also wir bekommen 2% von Ihrer Gewinne. Ah. Verstehen Sie? Und jetzt, was wollen Sie jetzt machen? Was wollen Sie jetzt machen? Möchten Sie Konto aktivieren oder machen Sie einfach Spaß mit uns? Wie viel Geld kann ich verdienen? Sag mir. Okay, also heute. Ja, heute. Was Neues ist. Heute, am Feiertag, ne? Heute ist Neues? Was Neues ist. Was denn? Also verstehen Sie, dass für uns Market arbeitet ganze Woche und 24 Stunden. Wir haben keine Pause, verstehen Sie? Du Armer, du bist voll der Sklave, Blät. Also, die Baumwolle pflücken. Also jetzt, ich kann einfach Notice machen, das sind Sie Was, nicht du kannst, interessant, du kannst okay, Notice machen? Und das ist alles. Nein, ich will Geld verdienen, Blät. Auf deinem Nacken. Das macht mir echt traurig, verstehen Sie? Was macht dich traurig? Deine Arbeit? Ich hab, das glaube ich dir. Also, nein, Sie machen mir so. Weil ich habe erste Schritt gemacht. Und ich möchte was erklären, dass Sie Geld verdienen. Ach so, ja, erklär mal bitte, wie kann ich Geld aber verdienen? Wie kann ich Geld verdienen, sag mir. Also können Sie einfach Bitcoins kaufen, okay? Nein, ich möchte und Dogecoin. Warten einen Monat. Dogecoin. Ah, Dogecoin ist schlecht heute. Nein, Mann, aber Bitcoin ist gut. Weil, Dogecoin ist gut. Also, was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? YouTube. Nein, das geht nicht. Doch. Was machen Sie an YouTube? Ich mache Schminktipps für Schminken. Kosmetik.
Ah, nein, nein, nein. Also jetzt, ich verstehe schon, jetzt haben Sie viel Zeit und möchten Sie Spaß machen. Nein, gehst du bei YouTube? Aber leider, ich kann nicht, weil ich gehst muss... Gehst du bei YouTube, guckst du Ramzan Kadyrov Comedy Channel? Ich sag dir das Beste... Hallo, beste can you hear me? Ich hab... Hallo? Hallo, Holger? Glaubst du... Stopp. Hallo, can you hear me? Glaubst du, das machen Sie jetzt... Was? Hallo, Holger? Hallo, ja? Hör ich? Hallo, am I talking? Holger? 1 minute. Hören Sie mich? Am I... Hello, can you hear me? Right, I can hear you. Hello? Who's talking, young lady? Okay, wonderful. Am I speaking with Holger? Right, right, you are. Okay, wonderful. Yeah. So my name is Gilbert, and I was calling your name is stupid? For your application for training. Oh my god. Remember? Hello. I'm gonna get on the bench. Very much. Happy sometimes. Yeah. I always was. Hello. Madam? Hello. Sir, hello. This is Rakesh from Trade 27. Who am I talking to? Would you like to invest in the Bitcoining? Hello. Hello. Im nächsten dran. I speak with you then. Hallo, guten... Hallo? Die hat wahrscheinlich den Namen gelesen, oder wie? Hallo? Sprecht mit Herrn Pampers? Was, Herr Pampers? Nein, der ist nicht da. What? Nein, ich spreche mit Herrn Pampers, ja? Ja! Super, mein Name ist Daniel Leonte und Sie haben sich bei uns Handlung mit digitalen Werben geregistriert. Erinnern Sie sich daran? Hast du so eine Mundharmonika irgendwie in der Schnauze oder warum redest du so komisch? Ja, ja, für kryptische Währungen. Erinnern Sie sich vor 2 Wochen? Ach, vor 2 Wochen? Ja, klar, stimmt. Ja, super, aber ich sehe, Ihr Konto ist noch nicht eröffnet und gerade jetzt sind die Bewegungen auf dem Finanzmarkt. Die Bewährung? Doch besser wie vorher. Ich dachte, Bewährung wäre abgelaufen ja. Vor 3 Jahren. Oder nicht? Ja, ja. Ja. Also ich hätte schon gerne eine Mundharmonika also, für kritische Währungen, verstehst du? Ich will das haben. Super, das ist super, aber weißt du, für unser Roboter... Roboter? Ganz automatisch. Das läuft ganz automatisch für. Das läuft ganz automatisch für Sie. Ist das ein Elektrootter oder ist das mit Benzin? No, das ist ein Computerroboter mit künstlicher Intelligenz. Ja, guck mal, da ist der auf jeden Fall schon mal weiter als du. Das hieß ja immer, wenn die Roboterintelligenz, genau. Sag ich mal, den Menschen überholt, dann dauert es nicht mehr lange bis zu unserer Vernichtung. Wir können ja froh sein, dass so Existenzen wie du in der Minderheit sind, sonst würden wir bald von Toastern und Kühlschränken regiert werden. Verstehst du? Hallo? Ich habe nicht verstanden, kannst du ja, genau das sage ich doch. Ich sag, wenn es noch mehr Idioten wie dich gäbe, dann würden wir von Toastern und Kühlschränken regiert werden. Und von bewaffneten Waffeleisen. Die haben Entschuldigung, sprechen wir mit Herrn Pess? Ja, gar nichts wird entschuldigt. Tut mir leid, Herr Pess. Sie haben mit einem neuen Mitarbeiter hier im Büro bis jetzt gesprochen. Benedikt Motz mein Name und ich melde mich von der Firma Genix Markets, wo Sie sich vor ungefähr 2 Wochen für digitale Währungen angemeldet haben. Ah. Erinnern Sie sich noch dran? Bestimmt ja, erinnern Sie sich, oder? Ja, ich erinnere mich immer an Sachen, die vor 2 Wochen waren. Eigentlich deswegen melden wir uns bei Ihnen, Herr Pess, damit wir Ihnen dran erinnern können, weil sich eigentlich Ihren Einstieg schon mal voll lohnt. Ja, richtig. In den letzten Zeiten sind die Bewegungen auf dem Finanzmarkt ziemlich besser geworden. Natürlich, das ist eine super tolle Voraussetzung, sowohl für Sie als auch für uns. Aber natürlich, verfolgen Sie nicht, was sich auf dem Finanzmarkt passiert, oder? Na, das ist wichtig.
Richtig und wichtig, sage ich immer, verstehst du? Ja, verstehe ich, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, Sie denken vielleicht an etwas anderem, aber Sie waren auf unserer Werbung, dort wo Sie mit 250 Euro einsteigen können, mit unserem automatischen System. Das ist heißt, gut. Richtig. Das ist krass, das bist du guter Junge. Natürlich, du, das ist gut. Du bist guter Junge. Ja. Mhm. Aber sag mal, wo kriegt ihr immer so komische Kollegen her? Der kann kein Deutsch sprechen, versteht nichts, Englisch kann er auch nicht. Wo holt ihr die immer? Findet ihr die irgendwo in so Obdachlosenheim? Er ist neu. Das ist sein erster Tag hier im Büro. Tut mir leid dafür. Aber der Typ ist doch sehr blöd. Warum hast du sowas eingestellt? Wir haben Mangel an Kollegen. Ja, das merke ich. Ihr stellt irgendwelche einarmigen Banditen aus dem Volksgefängnis von Kasachstan ein. Was willst du mit solchen Leuten? Der kann doch nicht telefonieren, der kann gar nichts, der Typ. Herpes. Und du bist auch nicht viel besser. Wo bist du Herpes. Ausgebrochen? Ja, Herpes habe ich, genau. Ja, dann sag, was du sagen willst. Du hast Herpes. Ja, ich habe Herpes. Aber bist du... Herpes, bist du betrunken oder was? Warum sprichst du so mit mir jetzt? Weil du ein scheiß Betrüger bist. Du bist ein scheiß Betrüger, bist du. Und warum kannst du sowas behaupten? Das ist keine Behauptung, das ist eine Feststellung von Tatsachen, Zuckerble. Ach so, scheiß Russe. Zuckerble. Putin kommt dich holen. Putin kommt dich holen. Bist du Kasach oder Ukraine? Chujostet. Ja, ich liebe dich auch. Koch mir was zu essen, für was anderes bist du nicht tauglich. Kannst du Kartoffeln schälen? Oh, da war er wohl weg. Thank you.